Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einem neuen Schachvideo auf diesem Kanal. Es ist mal wieder Zeit für die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft 2023. Dort spiele ich ja in der zweiten Liga für meinen Regionalclub, die Springer Westfalen-Lippe. Und an Spieltag Nummer 4, ich war ja an Spieltag 1 und 2 auch vertreten. 3 hatte ich, glaube ich, blau gemacht, sage ich mal. Aber am vierten Spieltag war ich wieder voll am Start. Und da trafen wir auf Union Rheinland-Pfalz-Saar. Ja, ein Sieg musste quasi her, weil es sah jetzt in der Tabelle nicht so sonderlich rosig aus. Und mein Gegner, der die das Gnork, war doch ein, zumindest auf dem Papier, machbarer Gegner für mich. Schauen wir mal, ob das auch so hingehauen hat. Die schwarzen Steine sind es hier für mich im Hinspiel. Schauen wir mal, ich gehe hier mal bei mir hier wieder in die Analyse. Ja, der, die das Gnork, begann klassisch mit E4. Kann man machen. Und ich gehe hier in meinen guten alten Sizilianer rein. Und hier eine Variante, die ich tatsächlich sehr gerne sehe. Am liebsten sogar noch, wenn die Dame hier zurückschlägt. Aber das ist auch vollkommen okay. Die Variante kennt man ja auch. Hätte die Dame hier zurückgeschlagen, das ist ja in der anderen Variante auch der Fall, kann ich sofort meinen B8-Springer entwickeln. Aber ja, so greife ich hier den ungedeckten Bauern an. Bisher ist das ja noch alles komplette Theorie, sage ich mal. Diese Stellung hier, die wir hier jetzt haben, die kennt man ja. Wenn man sich schon mal mit Sizilianisch beschäftigt hat, ist diese Stellung hier jetzt ja nicht wirklich etwas Neues. Ja, der, die das Gnork, bereitet hier die kurze Rochade vor. Ich möchte hier gerne diesen Springer vertreiben. Das hier ist noch alles aus dem Buch. Das kennt man, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat. Und ja, das hier sieht doch nach einer sehr harmonischen Stellung aus. Ne, alle haben ihre Springer so ein bisschen draußen. Der, die das Gnork, rochiert. Ich bereite meine kurze Rochade vor. Ein kleiner Abwartezug von der, die das Gnork verhindert hier auch, dass ich irgendwie mit meinem Springer oder Läufer auf G4 komme. Ich rochiere auch. Ja. Weiterer kleiner Abwartezug. Ich positioniere meinen zweiten Läufer im Zentrum. Und hier kommt der erste fragwürdige Zug. Der, die das Gnork, greift hier ja nach der Kontrolle im Zentrum. Und ja, was spiele ich? Ich spiele meinen Springer nach E4. Da steht er nicht nur ziemlich gut. Die Sache hier ist nämlich, der, die das Gnork, mit diesem Angriff hier, ich vermute mal, dass der, die das Gnork, gedacht hat, okay, ich schlage mit dem Springer zurück, dann schlägt er hiermit zurück und da die Dame diesen Bauern ja deckt, hat er hier diese Gewinnstellung. Ja, offensichtlich ist Daddy das Gnork nicht so ganz aufmerksam gewesen. Dieser Bauer hier, den kann ich mir jetzt einfach nehmen und auf plus 1 gehen. Das tue ich auch. Und ja, das ist jetzt natürlich belastend, sage ich mal. Er tauscht jetzt hier nochmal ab. Mein Läufer hier auf E7. Ja, aber mit so plus 1 kann man es ja am Anfang schon mal ganz gut aushalten, sage ich mal. Ja, der Springer wird jetzt hier angegriffen, den ziehe ich jetzt einfach zurück. Überlege hier jetzt nochmal vielleicht abzutauschen, schauen wir mal. Ahnt er schon, weicht mit dem Läufer aus. Hier mache ich einen kleinen Abwartezug, weil ich jetzt auch nicht möchte, dass der Springer oder der Läufer auf G5 positioniert wird. Ja, also ne, recht gut eigentlich gelaufen für mich, das Opening gegen Daddy das Gnork. Ja, ich stelle jetzt hier schon mal so ein bisschen diesen Pin auf. Kann man machen, die Dame weicht hier schon mal so ein bisschen aus. Ich hole den zweiten Turm ran. Jetzt wird hier einmal abgetauscht, da habe ich jetzt so nichts gegen. Und es läuft tatsächlich hier mit Schwarz ganz gut. Ich habe sowieso das das Phänomen, sage ich mal, wenn ich Schachpartien, Turnierpartien spiele mit Schwarz, läuft es in der Regel besser für mich als mit Weiß. Vielleicht sollte ich mir mit Weiß irgendwie mal eine neue Eröffnung raussuchen. Ich habe da schon sowas im Auge. Irgendwie,
Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, mit Sizilianisch komme ich ganz gut klar. Königsindisch, sollte ich mir auch mal was anderes überlegen. Aber mit Weiß brauche ich generell irgendwie mal was komplett anderes, habe ich so das Gefühl. Ja, ich spiele jetzt hier Turm D6, möchte hier die Türme verdoppeln. Das ist ein Miss. Ich muss mir ja kurz gucken bei mir in der anderen Leiste. Das hier hätte ich spielen sollen. Okay, ich gucke hier mal gerade. Okay, prinzipiell ist das eine ähnliche Idee. Ich kann ja mal hier gerade gerade kurz gucken, wenn ich. Ach nee, ich muss hier mal ganz kurz einen zurück. Wenn ich das jetzt hier spielen würde. Dann geht der Springer hierhin zurück. Oh, jetzt ist hier die Engine das erste Mal so ein bisschen am Rödeln. Alles hier am Rödeln, ey. Okay, die ist ziemlich lange am Rödeln. Okay, ich gucke mir mal so ein bisschen hier die Vorschau-Sachen an. Ah, chess.com hat einen Error. Ja, das ist ja super. Ich glaube, das hier wird mir unter anderem vorgeschlagen. Das sieht aber auch komisch aus. Ja. Ah, okay. Ja, das ist natürlich. Ja, okay. Die Struktur sieht jetzt nicht so sonderlich gut aus. Okay, verstehe. Ah, schon wieder eine Fehlermeldung. Ah, dann könnte ich hier hingehen. Interessanter Doppelangriff. Fehlermeldung über Fehlermeldung. Hier, chess.com kommt gerade gar nicht mehr klar. Okay, vielleicht soll ich das einfach mal lassen. Moment. Vielleicht soll ich das einfach mal lassen. So, das war, glaube ich, die Stellung, wo wir eben aufgehört haben. Ja, gut, also meine Idee war hier einfach, dass ich die Türme verdopple und dann let's go. Ne? So einfach kann es sein. Daddy das Gnork entscheidet sich dazu, hier C4 zu spielen. Ja, die Dame ranzuholen wäre hier scheinbar besser gewesen. Ja, die Chance nutze ich natürlich. Mache hier erstmal wieder einen Miss. Hätte hier wieder den Bauer nach vorne spielen sollen. Nee, oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich ja aus Versehen was geklickt. Nee, warte doch mal, Moment. Sekunde, 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 was habe ich jetzt hier gemacht? Moment, ich gehe nochmal hier gerade ganz kurz. Oh shit, was habe ich jetzt gemacht? Oh, Moment, Entschuldigung, Entschuldigung, wir sind gleich wieder da. Entschuldigung, jetzt wollte ich hier gerade eine Variante angucken. Moment, das hatten wir schon, das hatten wir schon. Ich wollte doch nur kurz eine Variante angucken, genau, so. Das hier hat Gnork gespielt. Ich habe das hier gespielt. Ich wollte nur mal kurz gucken. Ja, den Bauer nach vorne. Der Springer weicht dann dahin aus. Ja. Dann gehe ich hier. Ja, die Grundidee, was die Engine mir hier die ganze Zeit versucht zu sagen, ist: Bauer nach vorne schieben, Springer weicht hier in die Ecke aus und dann kommt mein Springer hier ran. In der Regel stand hier dann ja eben noch der Bauer und dann quasi hier mit diesem Doppelangriff potenziert dann noch den nach vorne schieben für hier die Verdopplung. Das hatten wir ja auch eben gesehen. Also ja, die Engine möchte hier die ganze Zeit diesen Springer vertreiben und dass ich dann hier so einen Doppelangriff mache, wenn der Bauer jetzt noch hier stehen würde. Ja, es ist okay. Ja. Okay, gut. Habe ich jetzt so nicht gesehen, die Variante. Ich wollte einfach verdoppeln und hier Gas geben. Gnork tauscht jetzt hier ein Springerpärchen ab. Bringt seinen Turm in die Mitte und jetzt sehe ich hier natürlich was. Das hier ist natürlich ein Fehler, denn jetzt kann ich hier diesen Bauern schlagen und auf plus 2 gehen. Und wenn Gnork zurückschlägt, was er tut, dann kann ich mir diesen Läufer holen, der ja jetzt dadurch frei geworden ist. Ist natürlich hier ein sehr fieser, verdeckter Angriff, sage ich mal. Das hat Gnork nicht gesehen. Und damit komme ich natürlich auf plus 2 und die Struktur beim König ist halt komplett für den Arsch, sage ich mal. Ja. Gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen belastend für Gnork. Der Turm wird jetzt hier rangeholt, um meine Dame zu vertreiben. Ich gebe hier aber einfach mal ganz gepflegt ein Schach. Der König muss hier
auf die Haarreihe, auf die Haarlinie ausweichen. Und ja, gut, das hier ist jetzt ein Miss, aber das Ding ist hier sowieso gleich vorbei. So viel kann ich sagen, ich gebe hier nochmal einen Schach. Der König muss nochmal ausweichen und ja, das ist halt Schachmatt. Das ist halt hier das Schachmatt. Ja, Gnorck im Hinspiel absolut keine Schnitte und damit gehe ich mit 1:0 in Führung und wir sehen uns gleich beim Rückspiel. Ja, das sieht ja schon mal ganz solide hier aus bei der deutschen Mannschaftsmeisterschaft. Bis gleich. So, da sind wir zurück hier beim Match gegen der, die das Gnorck. Im Rückspiel, wo ich dann somit die weißen Steine habe. Ja, ich beginne hier mit D4. Ich spiele mittlerweile tatsächlich auch E4 relativ häufig als erstes, bin aber auf der Suche nach etwas komplett anderem. Gnorck hier mit Springer F6. Und ja, das, was hier jetzt kommt, das ist auch schon ein bisschen recht bekannt, was ich auch relativ häufiger spiele. D4, C4 und dann den Springer nach C3 stellen. Gnorck installiert hier gleich mal den Pin. Ich befrage, was das denn hier werden soll. Und hier findet der Abtausch statt. Diese Struktur finde ich mittlerweile nicht mehr so ganz berauschend. Aber ist halt auch noch alles, ja, Lehrbuch, sage ich mal. Gut, ich hole meinen zweiten Springer raus. Gnorck attackiert hier das Zentrum. Ich tausche ein Pärchen ab, um meine Struktur zumindest zu reparieren, dass ich nicht mehr diesen nervigen Doppelbauern habe, auch wenn ich jetzt natürlich den isolierten Bauern hier auf der A-Linie habe. Ja, Pin installieren kann ich auch. Gnorck rochiert. Ich verbessere meine Struktur, will hier so ein bisschen den Läufer bald rausholen, gehe hier mit dem anderen Läufer ein kleines Feld zurück und Gnorck holt den zweiten Springer aus. Bisher noch alles sehr, 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 sehr ausgeglichen, kann man sagen. Die Engine schlägt hier vor, diesen Bauern hier, hoppala, diesen Bauern hier anzugreifen auf C3. Ja, das ist unangenehm. Das ist tatsächlich sehr unangenehm. Ich hole meinen Läufer raus, bereite die kurze Rochade vor. Gnorck hier mit dem klassischen Turmzug nach E8 und ich nutze hier die Chance und installiere meinen Springer auf E5, da steht er doch sehr, sehr gut. Das ist doch ein sehr angenehmer Springer. Und das hier, ja, Gnorck vertreibt jetzt hier meinen Läufer. Der muss sich jetzt nach G3 zurückziehen. Aber sein König ist jetzt doch schon hart geschwächt. Ich sehe tatsächlich nicht viele, die das so spielen, weil es schwächt halt extrem die Struktur beim König. Der König ist jetzt doch sehr, sehr offen. Der Springer jetzt ja auch nicht mehr so optimal verteidigt. Kann man aber eigentlich, glaube ich, machen. Aber verschafft mir jetzt natürlich schon strukturell so ein bisschen, ja, kann man mitarbeiten. Mein Läufer guckt jetzt hier schon sehr interessiert rein. Ja, was ich mache, ich hole hier erstmal die Dame ran. Denn dieser Bauer hier, der sieht doch sehr appetitlich aus, sage ich mal. Gnorck möchte hier ein Springerpärchen abtauschen. Das können wir gerne so machen. Das Läuferspringerpaar hier tauschen wir jetzt hier auch noch ab. Ja, jetzt sieht meine Struktur natürlich nicht so überragend aus. Ich dachte zu dem Zeitpunkt, das sieht jetzt natürlich nicht so gut aus für mich hier. Zwei Isolanis, ein Doppelbauer. Ich hatte zu dem Zeitpunkt gar nicht im Kopf, dass ich hier doch gut weit vorne bin, wobei ich natürlich hier immer auf diesen Bauern gucke. Und das hier, das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Warum hat Gnorck hier F5 gespielt? Ich habe es nicht so ganz verstanden. Ja, das hier, also en passant zu schlagen, wäre hier besser gewesen. Wir können das ja mal kurz durchgehen, wenn chess.com hier nicht wieder komplett abkackt. Ich habe das halt nicht gemacht, weil dann dieser Bauer hier ein bisschen gedeckt ist. Oh, ich sehe hier aber gerade. Oh, lol. Aha. Ja, natürlich. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Jetzt kann ich hier ja einfach den Turm nehmen. Okay, das habe ich tatsächlich gar nicht so berechnet. Ich dachte, okay, wenn ich hier schlage,
dann schlägt die Dame zurück und scheiße, ich kann diesen Bauern hier gar nicht nehmen. Ich habe, glaube ich, gar nicht gesehen, dass ich mir hier dann ja einfach diesen Turm easy peasy snacken kann mit Schach. Der König muss ausweichen hier. Alter, das ist ja gut. Das ist ja das, oh Gott, das habe ich ja gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich habe hier geschlagen und bin auf plus 1 gegangen. Ja, hat der Turm nochmal Glück gehabt, sag ich mal. Hat der Turm nochmal Glück gehabt? Die Dame kommt jetzt hier so ein bisschen zur Verteidigung ran. Okay, das hier ist ein Fehler. Ja, ich dachte, ich setze hier den Turm mal so ein bisschen unter Druck. Der Turm muss sich jetzt ja bewegen. Okay, dachte ich zumindest. Offensichtlich hat Daddy das genug in diesem Turm nicht bewegt, sondern einfach den Läufer dazwischen gestellt. Tausche ich den ab? Genau, ich tausche den ab. Soweit noch richtig in meinen Erinnerungen. Und das führt jetzt natürlich dazu, durch diesen Abtausch, dass dieser Bauer hier jetzt komplett ungedeckt ist. Damit gehe ich auf plus 2 mit Schach. Die Dame stellt sich dazwischen. Das tausche ich doch aber liebend gerne ab. Ich habe bei so immer noch nicht rochiert. Ja, hole ich jetzt nach. Und das hier sieht doch gut aus. Das hier sieht doch tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus. Meine Struktur ist ein bisschen für den Arsch, aber ich habe zwei Bauern mehr. Das kann sich doch schon mal sehen lassen, würde ich mal sagen. Ja, jetzt kommt hier so eine Phase, da dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Wir schieben alle so ein bisschen unsere Bauern nach vorne. Ja, so ein bisschen rumgedümpelt wird hier. Hier wird was abgetauscht. Und wir kommen hier, glaube ich, gleich in eine etwas erstarrte Stellung, sage ich mal. Ich dachte mir jetzt hier, okay, Gnorg versucht diesen B-Bauern hier bis aufs Blut zu verteidigen. Kann ich ihn doch hier mal auf der A-Linie so ein bisschen unter Druck setzen? Und das ist ein Fehler, den hier einfach so weiter durchzuschieben. Ich kann ihn jetzt hier easy doppelt angreifen. Das hier ist natürlich jetzt ein potenzielles Problem, aber ja gut, ne, kann man hier dann auch einfach schlagen. Also ja, Gnorg entscheidet sich hier aber diesen Bauern wirklich auf Biegen und Brechen zu verteidigen. Das verschafft mir natürlich die Möglichkeit, hier erstmal meinen König ranzubringen. Das kann man ja auch mal machen. Ja, das hier gut. Ah, Moment, war hier nicht etwas. Genau, das hier hatte ich, glaube ich, gerechnet. Genau, ich habe hier meinen König rangebracht. Habe damit gerechnet, dass er das macht. Ja, warum habe ich hier nicht einfach geschlagen? Dann schlägt er hier mit dem Bauern zurück. Und den Turm schlagen geht nicht, weil dann holt er sich hier eine neue Dame. Wenn ich hier dann hingehe, dann stellt er sich mit dem Turm einfach hier hin. Ich muss quasi schlagen und hier ist dann plötzlich die Dame und ich habe verloren. Ja, deswegen hatte ich hier gerechnet, dass ich mich dann nach F3 zurückziehe. Hier auch alles korrekt gerechnet von mir. Turmpechen wird abgetauscht. Der Turm wird rangeholt und ja, der Bauer, der hat jetzt natürlich alle Chancen weit und breit, sich hier umzuwandeln. Gnorg, will sich den holen, das heißt, wir können diese Bauern hier auch abtauschen. Und jetzt kommen wir hier in eine etwas erstarrte Stellung. Nochmal hier ein kleiner Abtausch. Und ja, hier geht es jetzt nicht mehr so ganz viel weiter, sag ich mal. Ich bin auf plus 2. Ich bin hier auch laut Balken deutlich, deutlich vorne. Auf Dauer werde ich das hier eigentlich gewinnen, wenn ich keinen Fehler mehr mache. Hier wird nochmal schön abgetauscht. Mein Doppelbauer wird quasi repariert. Und das sieht doch gut aus. Das sieht doch hier echt gut aus. Also, wer will denn bitte schön diese Bauern aufhalten, solange ich diesen Bauern einfach hier in Schach halte? Beziehungsweise. Was heißt in Schach halte? Ich kann den jetzt einfach nehmen und auf plus 3 gehen. Jetzt hat mein Gegner nur noch König und Turm. Ich habe auch König, Turm, aber ich habe noch drei Bauern. Und das ist halt nicht zu verteidigen. Was will Gnorg hier machen? Diese Bauern schieben sich hier nach vorne. Unaufhaltbar. Was will Gnorg machen? Ich kann mich jetzt einfach Stück für Stück weiter vorschieben. Die Bauern schieben sich ein bisschen nach vorne. Dann der Turm, dann der König. Das ist nicht zu verteidigen. Es ist einfach nicht zu verteidigen. Und hier hat Gnorg nicht gesehen, dass er sich in Schachmatt gestellt hat. Ne? Mit dem Move König nach F8.
Das ist Schachmatt. Diese Felder hier sind alle kontrolliert. Der König stellt sich hier einfach selber ins Schachmatt und das habe ich natürlich gesehen. Und dieses Schachmatt nehme ich doch sehr, sehr gerne mit und damit gewinne ich hier tatsächlich souverän mit 2 zu 0 bei der deutschen Mannschaftsmeisterschaft. Wie das Spiel insgesamt ausgegangen ist, weiß ich gerade tatsächlich gar nicht. Ich würde mal sagen, das können wir uns gerade noch angucken. Bis sofort. So, ich weiß gerade gar nicht, ob man hier vernünftig das Endergebnis sieht. Dieser Spieltag ist. Okay, ich sollte vielleicht nicht so viel rumscrollen. Ah, das ist vielleicht jetzt nicht so ganz optimal, wenn ich hier anfange rumzuscrollen. Sieht man das so halbwegs vernünftig? Ja, das sieht man. Ja, dieser Spieltag, der ging doch sehr, sehr deutlich an uns. Ich hätte auch 0 zu 2 verlieren können, aber ja. Wir haben hier sehr, 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 sehr deutlich gewonnen. Mit 12,5 zu 5,5 haben wir hier Union Rheinland-Pfalz geschlagen. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, wie der dritte Spieltag ausgegangen ist. Wäre ja interessant zu wissen, ob wir den vielleicht dann doch endlich mal gewinnen konnten. Die ersten beiden Spieltage liefen ja nicht ganz so gut. War das hier der erste Sieg oder haben wir schon an Spieltag 3 gewonnen? Weiß ich gerade gar nicht. Aber ja, das hier ist doch relativ deutlich mit 12,5 zu 5,5. Ja, ein Erfolg in der deutschen Mannschaftsmeisterschaft Liga 2. Endlich wird doch hier auch mal Zeit, sag ich mal. Ja, gut, das war's für dieses Video mit Schachcontent. In der nächsten Folge muss ich mal gucken. Ich nehme mir gerade so ein bisschen querbeet auf, weil ich extrem viele Schachfolgen auf Vorrat habe. Schauen wir mal, was es in der nächsten Folge gibt. Auf jeden Fall nicht die deutsche Mannschaftsmeisterschaft, das weiß ich. Gucken wir ein bisschen. Ich schau mal, was ich hier als nächstes aufnehme. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Schachvideo. Haut rein, bis dann und ciao.